Ja, herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Wie schön, dass Sie so äußerst zahlreich hier erschienen sind. Und das ist ja auch kein Wunder, denn wir behandeln heute ein Thema, das uns alle bewegt, das wir jeden Tag einatmen. Es geht um die Luft, die uns umgibt, um das Klima, das uns den Rücken wärmt und die Sonne, die uns die Laune nach oben schraubt oder vermiest, je nachdem, wie das Wetter ist. Aber all das soll sich bald ändern. Das jedenfalls erfahren wir aus den Massenmedien. Schreckensszenarien sind es, die wir zu Gesicht bekommen. Der Klimawandel, menschengemacht durch böse Klimagase, durch Dinge, die wir verursachen. Das ist das, was uns in den Massenmedien verkauft wird. Es ist nicht leicht, in diesem Dickicht und diesem Durcheinander von Informationen und Expertenstimmen eine rote Linie zu finden und wirklich herauszufinden, was ist Fakt und was ist Blödsinn. Und wir sind sehr froh, dass wir zu diesem Thema einen echten Experten hier haben. Er beginnt heute eine gesamte Vortragsreihe zu diesem Thema. Professor Dr. Werner Kirstein, herzlich willkommen. Er ist Klimatologe, Klimageograf vom Institut für Geographie an der Universität Leipzig. Und er beschäftigt sich also schon seit sehr langer Zeit mit diesem Thema, ist ja sein Fachgebiet, und kann sich bei manchen Expertenstimmen nur noch wundern, was davon an die Öffentlichkeit kommt und was nicht. Gibt es Beweise für einen Treibhauseffekt? Das ist die folgenschwere Frage, mit der Professor Kirstein heute seine Vortragsreihe eröffnen wird. Und wie gesagt, herzlich willkommen. Freut mich, dass Sie über ein alternatives Medium an die Öffentlichkeit gehen. Ja. Eine Sache noch, Sie waren ja auch beim MDR-Fernsehen kürzlich, ja? Ja. MDR-Umschau. Und der MDR hat ja, also wie war es denn mit der Zuschauerresonanz? Ja, also bei mir haben verschiedene Leute angerufen. Ich habe Mails bekommen und ich habe auch handgeschriebene Briefe bekommen. Also es war eine Reaktion, die ich nie erwartet hätte. Und das Interessante war eigentlich, keine einzige Stimme war dabei, die gesagt hat, ja, was Sie da erzählt haben, ist doch Blödsinn. Im Gegenteil, die viele haben gesagt, Sie sprechen aus dem Herzen. Irgendwie haben Sie schon geahnt, dass da irgendwas nicht stimmt. Ne? Ja. Ja, das war interessant, dass da sehr viel Zuspruch eigentlich war. Ja, und aus zuverlässiger Quelle weiß ich, dass es in der entsprechenden MDR-Redaktion ganz genauso war. Unglaublich viele E-Mails liefen ein wegen dieses kurzen Auftritts von Herrn Professor Kirstein. Und wenn Sie ihn gleich reden hören, werden Sie verstehen, warum. Dann... Gott. Großes Interesse. Vielen Dank für die Einführung. Vielen Dank für diese netten Worte. So, ja, ich habe ja schon gehört, dass das Thema ist heute, also gibt es Beweise für den Treibhauseffekt. Ich habe mal im Hintergrund gleich, ich arbeite auch mal viel mit Hintergrundbildern, gleich gezeigt, hier so ein Gewächshaus, ein klassisches Treibhaus oder Glashaus. Und da wissen wir ja eigentlich alle, dass dieser Effekt im Treibhaus gar nicht zur Diskussion steht. Nur ist die Frage jetzt, ob das in der Atmosphäre auch der Fall ist. Und das ist also dieser Frage will ich jetzt mal nachgehen. So, wir haben also einmal hier auf der linken Seite das klassische Glashaus, das ja jeder Gärtner eigentlich kennt, und das kann ja kaum heute noch existieren. Und auf der rechten Seite die Atmosphäre. Und wenn man sich das anschaut, sieht man also hier, dieses Glashaus hat ja hier, deswegen heißt es so, ein Glasdach, wo mitunter Fenster eingebaut sind, um eine Überwärmung dann zu verhindern, dass die Wärme wieder raus kann. Und die Idee war es eigentlich schon sehr früh, vor 100 Jahren ungefähr, dass die Atmosphäre auch einen solchen Effekt zeigen könnte, aber nicht durch eine Glasscheibe, eben durch bestimmte Gase in der Atmosphäre. Vor allen Dingen ist das Wasser, also H2O. Der Gehalt an Wasser ist in der Atmosphäre allerdings sehr variabel, sehr unterschiedlich. Und eben das berühmte Kohlendioxid, das CO2, das ja an sich als Hauptverantwortlicher immer dargestellt wird. Aber viele Wissenschaftler wissen oder sagen auch, es an sich ist das Wasser, wenn überhaupt hier eine Rolle spielt, dann spielt das Wasser eine Rolle. Wir haben in der Atmosphäre, viele wissen es gar nicht, nur sehr wenig CO2, 0,038%. Das sind die berühmten 380 ppm oder 385 ppm, die heute da sind. Und die Werte haben also schon seit geraumer Zeit zugenommen. So, die Frage ist also, was sagen die Experten, was sagen die Physiker dazu, was sagen die Experimentalphysiker und theoretischen Physiker dazu? Und da möchte ich mit Ihnen jetzt
einen Schritt weiter gehen. Ja, also von diesen, davon werden also von den, überhaupt von den Treibhausgasen, werden 3% vom CO2, werden 3% vom Menschen produziert. Also vom gesamten CO2, was in die Atmosphäre eingetragen wird, kommen nur 3% vom Menschen. Ja, und 97% sind natürlichen Ursprungs. Das heißt Vulkane. Wer spuckt sonst noch CO2 aus? Vor allen Dingen Vulkane. Oder die Meere gasen bei Erwärmung CO2 aus, können es aber auch bei Kälte wieder aufnehmen. Das ist ein ganz kleiner Teil. Und wenn man jetzt mal die 3% von der 0,038 nimmt, dann bleibt noch übrig 0,0009% menschengemachtes CO2. Das ist also ein sehr kleiner Anteil. Und der soll eine so riesige Wirkung haben. Wir werden sehen. Ja, das ist der Treibhauseffekt nach Arrhenius, der also auf die Idee kam, dass so etwas funktioniert. Kurzwellige Strahlung kommt von der Sonne, trifft auf die Erdoberfläche. Und die Erdoberfläche reflektiert aber langwelligeres Licht. Langwellige Energie wird reflektiert. Und jetzt kommen die sogenannten Treibhausgase. Und angeblich, ich sag mal angeblich, kommt es zu einer Gegenstrahlung und die strahlen wieder zurück, sodass also die Erde die Wärme nicht abgeben kann in den Weltraum, was ja eigentlich natürlich wäre, sondern es gibt so einen Rückkopplungseffekt. Das kommt so wieder zur Erde. Und wenn man jetzt hier diese Grafik weiterzeichnen würde, das habe ich jetzt mal nicht gemacht, dann geht wieder eine von der Gegenstrahlung rechts unten hier eine langwellige Rückstrahlung wieder aus, trifft wieder auf die Treibhausgase und das geht so weiter. Das würde sich immer weiter erhitzen, immer weiter erwärmen. Und da gibt es jetzt natürlich auch kritische Meinungen dazu, ob das überhaupt so funktioniert. So, hier nochmal zur Information. 1824 von Joseph Fourier entdeckt oder erfunden, das ist die Frage eben, wo dieser Effekt vielleicht erfunden oder wirklich entdeckt. Die Frage lasse ich jetzt zunächst mal noch offen. Und 1896 dann von Savante Arrhenius, den ich vorhin schon erwähnt hatte, hier erstmals quantitativ beziffert, wo er natürlich jetzt nicht genau gerechnet hat, sondern so abgeschätzt, solche Schätzungen durchgeführt hat, wie sich welchen Zahlen wir das annehmen könnte. So, ich möchte jetzt mal zeigen, wie die theoretische Physik dazu steht. Der Treibhauseffekt, sagen die Theoretiker, setzt ein geschlossenes System voraus. Geschlossen ganz einfach im Hintergrund, das Glashaus ist ein geschlossenes System. Die Atmosphäre ist die Frage, ob es ein geschlossenes System ist, denn die ist ja nach oben offen, wir haben ja keine Glasscheibe. So sind ja diese Treibhausgase, die aber nicht die Atmosphäre vollkommen abschließen. So, CO2, muss man dazu sagen, ist schwerer als Luft, es bleibt also zunächst mal am Boden und kann daher, sag ich mal, keine stabile Gashülle wie beim Glashaus bilden. Kommt also gar nicht zum großen Aufsteigen, wie zum Beispiel Ozon, das ja in 25 Kilometer Höhe sich befindet, sondern es bleibt eigentlich im Gegenteil. Wenn zwar CO2 entsteht, wird es nach unten gedrückt. Es bleibt also unten zunächst mal. Kann also gar nicht so aufsteigen und da oben auch nicht so ein Dach bilden. So, warme Luft aber, die jetzt wird sich erwärmt, steigt nach oben auf und kühlt sich dabei ab. Erwärmt also der Treibhauseffekt, jetzt mit dem Treibhauseffekt voraus, die Luft erwärmt sich, die Luftmoleküle erwärmen sich, das ist ja nach der Theorie oder auch nach der Vorstellung nichts anderes als bewegte Moleküle, ist ja Wärme, so kann man das ja verstehen. Dann steigen, das weiß jedes Kind, dann steigt warme Luft nach oben auf. Wenn man die Kerze erfasst, dann merkt man das ja auch ganz deutlich. Also zunächst mal steigt die auf. Ja, wie weit steigt sie auf? Sie könnte theoretisch immer weiter aufsteigen, bis keine Moleküle mehr da sind und die Energie dann so abgeben. Jetzt nochmal zurück hier. Viele theoretische Physiker sagen also, der Treibhauseffekt widerspricht dem zweiten Hauptsatz der Thermodynamik. Das ist ein knallhartes Geschoss, das sind Grundlagen der Physik. Und wenn man das so nimmt, wie es da steht, kann man sagen, ja, dann gibt es ja eigentlich gar keinen Treibhauseffekt. Die ganze Idee von Arrhenius ist eigentlich auf Sand gebaut. Jedenfalls sagen das einige theoretische Physiker. Der Satz besagt jetzt, also der zweite Hauptsatz der Thermodynamik, vielleicht zur Erläuterung, dass Wärme nur von einem warmen zu einem kalten Körper strömen kann. Es gibt, oder anders ausgedrückt, es gibt kein Perpetuum mobile. Und das ist, glaube ich, jedem klar, dass es sowas nicht geben kann. Wenn das so wäre, bräuchte man keine Energie teuer zu kaufen, sondern könnten sie uns selbst irgendwoher nehmen, aus der Umgebung oder sonst wo. Und letztlich ist das eine Formulierung dieses zweiten Hauptsatzes. Da gibt es noch viele andere Möglichkeiten, wenn Sie da im Internet sich mal schlau machen wollen. Dann sehen Sie, es gibt mindestens 10 verschiedene Ansätze, die unterschiedliche Aussagen haben. Muss man auch eine gewisse Vorbildung haben, die zu verstehen. Ich habe mal hier eine Version genommen, die eigentlich ein Laie, da muss man nicht Physiker sein, die ein Laie auch verstehen kann. Und sagt, dass eben
dieser zweite Hauptsatz der Thermodynamik, wenn der so gilt, dann kann es gar keinen Treibhauseffekt geben. Andere Physiker sagen, es gibt den aber doch. Das wird jetzt also richtig spannend. Jetzt nehmen wir mal die theoretischen Meteorologen. Was sagen die zu dem Thema? Da gibt es den Professor Fortak, der war Direktor des Instituts für Theoretische Meteorologie an der FU Berlin. Das war ein sehr bekannter Mann. Und schrieb in einem seiner Bücher, ein führender Theoretiker hier, schrieb 1971 in seinem Buch Meteorologie unter anderem, der Kreislauf der langwelligen Strahlung zwischen Erdoberfläche und Atmosphäre trägt nicht zur Erwärmung des Systems bei. So, das ist so ähnlich, was für die theoretischen Physiker vorhin sagten. Das geht in diese Richtung. Die effektive langwellige Ausstrahlung, die ich vorhin kurz angerissen hatte, nach oben dient zur Aufrechterhaltung des Strahlungsgleichgewichtes, und zwar an der Obergrenze der Atmosphäre. Wenn dann Strahlungsgleichgewicht entsteht, dann kann also die Wärme nicht irgendwie gespeichert werden. Jetzt gehen wir mal wieder einen Sprung in die Atmosphärenphysik, also nicht die theoretischen Physiker. Das, was vom IPCC in den vergangenen beiden Jahrzehnten an Berichten publiziert wurde, darf man als wissenschaftlichen Skandal von gigantischer Größenordnung bezeichnen. Das ist natürlich auch ein Satz, den man erstmal schlucken muss. Ja, wer sagt sowas? Und das ist Professor Gerhard Kramm, der ist Professor an der Atmosphärischen Universität für Fairbanks in Alaska. Genau, da hat er schon mal gewechselt. Mal schauen, wo jetzt die Zeit steckt. Und ist also durchaus kein Unbekannter. Und Sie sehen diese Bezeichnung, die er wählt, als Skandal gigantischer Größenordnung, das muss man erstmal zur Kenntnis nehmen. Das wird eben von vielen leider nicht zur Kenntnis genommen. So, jetzt gehen wir mal in die Experimentalphysik rein. Und jetzt sagen die Experimentalphysiker, der Treibhauseffekt durch CO2 ist, wenn man es im Experiment vorführt, das ist ja ganz entscheidend jetzt, zunächst mal nicht nachweisbar. Nur wenn man eine 100% CO2-Gasatmosphäre nimmt, im Labor, dann kann man ansatzweise diesen Treibhauseffekt unter bestimmten Bedingungen finden, aber es spielen da möglicherweise Fremdeffekte mit einer Rolle. Wenn ich eine rein 100% CO2-Atmosphäre nehmen würde, kann kein Mensch leben. Das ist natürlich eine völlig menschenfeindliche Umgebung, die kann man nur im Physiklabor erzeugen. Und dann hat man sowas gemerkt, ja, da könnte sowas sein wie ein Treibhauseffekt, aber Vorsicht! Wenn ich das im Labor tue, habe ich wieder ein geschlossenes System. Also das passt auch nicht zur Atmosphäre. Erstens haben wir keine 100% CO2, Gott sei Dank, erinnern sich 0,038 und nicht 100%. Und zweitens haben wir dann im Experiment wieder ein geschlossenes System. Und dann könnte es ja sein, dass sowas funktioniert. Im Glashaus funktioniert es ja auch. Ja, die Klimaalarmisten, das müssen wir erklären, wer das ist. Wenn wir jetzt die fragen, es gab eine Frage an das PIC, und zwar an Herrn Schellenhuber und seine Mitarbeiter. Und wenn Sie ihn fragen, ja, wo ist denn jetzt der Beweis, dass es den Treibhauseffekt gibt? Da habe ich selber gehört, wie gesagt wurde, ja, den Beweis gibt es natürlich. Ja, wo ist er denn? Den kann ich im Moment jetzt nicht vorführen, aber ihn gibt es. Es gibt ihn irgendwo. Ne? Wenn es wirklich so wäre, wenn man den Leuten Glauben schenkt, und es wäre wirklich so, dann hätten wir doch mit Sicherheit diesen Beweis sofort präsentiert und gezeigt, bitte, wir haben es. Wer aber sich drum drückt und sagt, ja, ich weiß, dass es ihn gibt, aber ich kann jetzt im Moment nicht darauf zugreifen, müsste ich mal im Internet suchen. Also da kann sich jeder seine Meinung bilden, wie er das bewerten soll. Ja, das Schöne ist, die sagen jetzt wörtlich, der experimentelle Nachweis für den anthropogenen, also vom Menschen gemachten Treibhauseffekt durch CO2, der steht noch aus. Aber denken Sie mal, was die Politik macht. Die geht, obwohl dieser Beweis, wenn er denn wirklich zu führen wäre, und er steht noch aus, setzt aber Fakten und formuliert Gesetze, ohne den Beweis, und sagt, ja, der kommt eben noch irgendwann. Sieh mal also, auf welcher Basis solche Aussagen von Politik gemacht werden. Nochmal zur Erinnerung, 0,038%, davon 3%, das heißt, so klein ist der Effekt, wenn er denn überhaupt so wenig CO2 haben wir. Und das soll also eine solche Wirkung haben, und hier 6 Grad Erhöhung bis zum Jahre 2100 bringen, wenn man den Beobachtungen oder den Argumenten eben glaubt. Ja, jetzt gehe ich mal zur Praxis über, da komme ich mehr zu dem Gebiet, wo ich tätig bin.
beobachten, ich will also Beobachtungen zeigen, was man beobachtet hat, und vor allen Dingen Messungen zeigen, Statistiken zeigen und Vergleiche, und aus diesen Vergleichen kann man dann Bewertungen ziehen. Und Sie sollen auch selber sich dann ein Bild davon machen, wie man das bewerten kann. Gehen wir mal weiter. So, Ausgangspunkt der ganzen Problematik war eigentlich diese Kurve, die 1958 begann, die Mauna Loa-Kurve, die also zeigt, dass das CO2 in der Atmosphäre stetig zugenommen hat. Und Sie sehen doch beträchtlich, allerdings muss man aufpassen, das geht hier von 300 ppm los bis 380. Wenn ich da einen Nullpunkt hätte, wäre das eine ganz kleine Kurve, eine ganz verschwindend kleine Kurve. Man muss aber aufpassen, wie sowas präsentiert wird. Das kann man natürlich auseinanderziehen, sonst wäre ja es nicht sichtbar. Okay, man muss immer bewusst sein, dass hier die Skala, ein Auszug der Skala genommen wird. Und dann gibt es solche kleinen jährlichen Zyklen hier unten. Ist da ja drin, dieser Zyklus. Das sind die Jahreszeiten einfach, die sich da widerspiegeln. Sommer und Winter. Jahreszeitlich ändert sich natürlich das CO2 auch durch die Fauna, die ja CO2 sozusagen einatmet und Sauerstoff abgibt. Und die Flora und die Fauna ist genau umgekehrt. Wir Menschen bauen uns ja umgekehrt. Wir atmen CO2 aus und atmen dafür Sauerstoff ein und verwandelt eben den Sauerstoff in CO2. So, das ist diese kleine Kurve, die da drauf liegt. Aber insgesamt ist entscheidend, dass eben die Kurve, die rote Kurve, die Mittlung also ansteigt. Und das kann man also als dramatisch bezeichnen. Das war also der Fall. Ungefähr 1980, zwischen 1980 und 1990 wurde diese Anfangskurve entdeckt. Und die Temperatur stieg in diesem Zeitraum. Und da war man sehr schnell und voreilig und gesagt, wenn das CO2 ansteigt und die Temperaturen steigen bei uns an, doch klar, ne? Ja, von wegen. Ne? Dazu hat man so ganz schnell einen Schluss gezogen. Und ich will Ihnen zeigen, was mit dem Schluss auf sich hat. Wenn man das mal genauer untersucht und schaut sich mal 1980 an, bis zum Jahre 2006, glaube ich, habe ich, oder 2008 geht das hier, dann sieht man, wie die Temperatur eigentlich nicht konsequent angestiegen ist, wie vorhin das CO2, sondern die Temperaturwerte, die schlagen also Kapriolen. Das geht in ständigen Maxima und Minima auf und abwärts. Und man kann also nur glätten, diese Kurve, das ist die durchgezogene hier, und sagen, naja gut, ein Anstieg ist da zu sehen. Man beachte aber da hinten über 2000 hinaus, geht es wieder abwärts, und zwar dramatisch abwärts. Na gut, das war jetzt nicht vorgesehen, ne, bei den Klimamodellen, dass es wieder andersrum gehen könnte. Sondern man hat einfach gedacht, dieser Anstieg, wenn man den so weiterführt hier, bis zum Jahre 2002, hier beispielsweise, und verlängert das dann, dann kommt man bei im Jahre eben 2100 auf 6 Grad Erwärmung. Wenn nicht das in letzter Zeit wieder abgenommen hätte, ne? Dann so sieht das also nicht ganz aus. Es gibt dann immer so kleine Phasen, wo dieser Anstieg dokumentiert wird. Ich habe das mal so blau hier mit Ellipsen ummalt. Man sieht also immer solche Anstiegsphasen gibt es, aber ich kann es auch so die gleiche Kurve Ihnen zeigen, dann dominiert, zeige ich hier die Abstiegsphasen. Und wie Sie jetzt wollen, kann man sagen, naja, ich suche mir die ansteigenden Phasen raus und die absteigenden. Dann kann ich irgendeine Theorie darauf aufbauen. So kann man also das auch betrachten. Und dann möchte ich noch darauf hinweisen, an diese Stelle, auf den Sommer 2003. Sie können sich vielleicht erinnern, der Sommer 2003 war bei uns sehr heiß. Es gab 14 Tage, ungefähr 3 Wochen. Die waren wirklich heiß und trocken. Und da sagten die Klimawandler und das IPCC und auch das PIC bei uns in Deutschland, sagte, so müssen wir uns die zukünftigen Sommer jetzt alle vorstellen. Das heißt also, das wird so weitergehen. Und schauen Sie sich mal an, 2003, wenn man das in der ganzen Kurve hier mal beachtet, hier ist ja Global Temperature, also die Welttemperatur sozusagen, ist dieses Jahr 2003 gar nicht aufgefallen. Das steckt also gerade im Gegenteil, bei so einem kleinen Minimum hier unten, da ist so ein kleiner Peak dran. Und Sie sehen, hier ist das Jahr 2003, was bei uns eine Katastrophe eigentlich war, von der 3 Wochen, wo es sehr heiß war. Ja, und dann geht es eigentlich wieder andersrum. Ich will das mal zeigen, 2003, wie das ausgesehen hat. Diese Erwärmung hat es eigentlich nur in Mitteleuropa gegeben. Also genau genommen in Frankreich, in Deutschland, in Belgien und Luxemburg. In Niederlanden war es schon wieder gang zu erkennen. Belgien ist auch sehr schwach, in Frankreich vor allen Dingen. Und Sie sehen in Teilen Deutschlands. Und wenn ich es mal anschaue, ich habe das hier rot und blau gekennzeichnet. In diesem Zeitraum also im Vergleich zu 2000, 2001, 2002 und 2004 wurde jetzt 2003 mal rausgenommen und betrachtet. Und dann sehen Sie, dass hier es sogar kälter geworden ist in diesem betreffenden Zeitraum. Und zwar, wenn Sie hier oben Skandinavien sehen,
wenn wir hier das Baltikum anschauen oder hier Griechenland oder hier Portugal, da ist es kälter geworden, nicht wärmer. Wir hatten also den persönlichen Eindruck, wir haben eine fürchterliche Hitzewelle. Und wenn das jetzt so weitergeht, ganz schlimm. Hm? Und die Portugiesen konnten das gar nicht nachvollziehen. Oder auch hier in Norwegen und so weiter, was wollen die eigentlich, die Deutschen, die Franzosen? Das können wir gar nicht bestätigen. Das Schlimme kommt noch hinzu, in den USA war gerade in dieser Zeit, 2003, hatten die riesige Schneemassen. Also in Amerika hat man es überhaupt nicht verstanden, was da eigentlich passiert. Naja gut, aber Sie wissen ja, das Peak ist in Deutschland und da nimmt man also solche Gelegenheiten gerne wahr, um hier ein Katastrophenszenario zu propagieren. Ja, das habe ich gerade schon gesagt, es war also da sogar kühler. Ja, jetzt zeige ich Ihnen mal, wie man mit welchen Methoden man also statistisch arbeiten kann. Und ich habe das mal den sogenannten Sternglass-Beweis genannt, weil mich das doch fasziniert hat und weil es jetzt die Parallelen, zeige ich gleich, zum Temperatureffekt gibt. Und zwar wurde untersucht in den Vereinigten Staaten in den 60er Jahren, sehen Sie, die Kindersterblichkeit hat zugenommen in der Nähe des Reaktors Dresden. Da gibt es einen Reaktor Humboldt Bay und Indian Point, das sind Kernkraftwerke in den USA. Und dann hat man die untersucht, die emittieren also Radioaktivität, die untere Kurve hier rot, hat zugenommen von 1964 bis 1968. Im gleichen Zeitraum hat die Kindersterblichkeit in der Umgebung dieses Kernkraftwerks ebenfalls zugenommen. Wir nehmen den nächsten Reaktor, Humboldt Bay. Die emittierte Radioaktivität hatte zugenommen an diesem Reaktor und auch hier hat die Kindersterblichkeit zugenommen. Und im Indian Point ebenfalls leicht zugenommen die emittierte Radioaktivität und auch da hat die Kindersterblichkeit zugenommen. So, wenn Sie das jetzt rausgeben und irgendjemandem geben, der nicht weiter darüber nachdenkt, dachte, ja, das ist ja ganz schlimm. Also sind doch die Kernkraftwerke verantwortlich für Kindersterblichkeit. Im ersten Moment sieht man das. Jetzt zeige ich Ihnen aber die anderen Messpunkte. Er hat immer nur zwei Messpunkte rausgegriffen aus einer langen Reihe. So, die anderen Messpunkte sehen jetzt so aus. Ich muss dazu kaum was sagen. Ne? Also man kann also jetzt jede Kurve konstruieren. Ich kann zu einer emittierten, zunehmenden Radioaktivität auch eine Abnahme der Kindersterblichkeit jetzt bringen. Und das genauso bei den anderen Reaktoren. Einzig und allein beim Indian Point, aber auch da kann ich ganz am Ende das Gegenteil aussagen. Und das kann man also nennen, deswegen nenne ich das so schön den Sternglass-Beweis in Anführungszeichen. Mit anderen Worten, bewiesen hat er gar nichts damit. Das ist einfach selektive Statistik. Man sucht sich den Zeitraum raus, der gut in meine Ideologie, in meinen Kopf reinpasst. Und das präsentiere ich den Leuten. Und den Rest lasse ich einfach weg. Man ist immer auf die Schliche gekommen. Heute weiß das eigentlich fast jeder. Und das ist also gigantischer Betrug. Da haben wir schon den ersten Betrug hier in die Geschichte der Wissenschaft eigentlich eingegangen. So, ich zeige jetzt nochmal das Analoge für die Temperatur und das CO2. Das ist nämlich so ähnlich. Wir haben hier die weiße Kurve, ist gestrichelt, ist die Zunahme des CO2s und die rote Kurve ist die Temperatur. Sie sehen, das CO2, haben wir vorhin schon gesehen, nimmt kontinuierlich zu. Das nimmt auch jetzt noch zur Zeit immer zu, aber in Größenordnung im ppm-Bereich. Ne? Gut, die Temperatur geht also im Zickzack und das mitteln wir jetzt einfach mal, diese rote Kurve und dann kann ich so eine mittlere Kurve rauskriegen. Und jetzt schaue ich mal diese mittlere Kurve und vergleiche die mit dem Kohlendioxid. Und da sehen Sie wieder, es gibt Phasen, wo beide Kurven ansteigen und es gibt Phasen, wo die Temperatur überhaupt nicht hier das Gegenteil tut. Wo zum Beispiel hier wieder absteigt, hier steigt sie ab und dann gibt es wieder eine Phase, wo es wieder ansteigt. Man kann also auch hier so vorgehen, dass ich suche mir die Zeiträume raus, wo beide Variablen zueinander passen, wie ich es gerne hätte. Oder einen anderen Zeitraum, den verschweige ich dann, wo das nicht so richtig hinhaut. Ja, Kohlendioxid, CO2-Quellen, 4% der Mensch, 86% Natur. Die Zahlen variieren etwas, eben habe ich von 3% gesprochen. Wenn Sie in der Literatur nachschauen, gibt es da unterschiedliche Werte. Das kann man jetzt, glaube ich, nicht so gut kennen. Gehen wir mal weiter. So, Fazit dieser Korrelation. Korrelation heißt ja immer Zusammenhang zwischen zwei Variablen, zwischen zwei Größen. Diese Korrelation ist nicht kausal, sondern sie ist zufällig. Es gibt eine ganze Menge Dinge, die einfach zufällig übereinstimmen. Ein schönes Beispiel gibt es dafür. Das ist bekannt geworden. Ich glaube, das kennt fast jeder.
Das berühmte Beispiel, Rückgang der Zahl der Störche in Schweden war das, ja, da steht es auch dahinter, unter Neugeborenen. Hochsignifikant. Beide Kurven gingen richtig dramatisch parallel zueinander runter. Korrelationskoeffizient 0,99 irgendetwas. Würde jeder sagen, hochsignifikant. Und ich muss natürlich niemandem erzählen hier, dass das auch eine zufällige Korrelation ist. Aber Sie sehen, wie hoch zwei Größen miteinander korrelieren können und haben kausal nichts miteinander zu tun. Mit anderen Worten, es gibt noch ein weiteres Beispiel, ich könnte jetzt noch ein paar Beispiele bringen, noch ein lustiges Beispiel, Rückgang der Piraterie und Anstieg der globalen Temperatur. Auch das lässt sich gut korrelieren. Da fragt man sich, was haben die beiden miteinander zu tun? Auch eine zufällige Korrelation. Ja, das habe ich eben gezeigt, die Säuglingssterblichkeit. Und dann muss man darauf achten, dass mit dieser Grafik auf die Skalierung der Achsen, hier werden natürlich zwei Größen, im Grunde genommen wird ja immer Äpfel mit Birnen verglichen, wenn man das so tut. Und dann kann man natürlich einen Trick anwenden, sagt, ich nehme die Celsius-Skala von 13,4 bis 14,8 und dann nehme ich auf der anderen Seite hier die Skala von 274 ppm Kohlendioxid bis 394 und nun ziehe ich eine Skala so lange und strecke die, bis sie der anderen passt. Na gut, das wird häufig gemacht, aber man muss aufpassen, dass man da nicht zu schnell gläubig wird, dass die beiden wirklich so eng miteinander korrelieren. Verändere ich einen Maßstab hier nur ein bisschen und schon komme ich so ganz, dann passen die nicht mehr so richtig so schön zueinander. Das ist auch so ein beliebtes Mittel. Und es kommt hinzu, der Kohlendioxidgehalt, so wie er hier dargestellt wird, hier unten diese Kurve bei 1916, da gibt es Messungen von 1916, die sagen, da hat der Kohlendioxidgehalt bereits 330 bis 350 ppm betragen. Und nicht hier wie in der Kurve angegeben. Also genau genommen ist diese Mauna Loa-Kurve mit dem CO2-Gehalt, ich sage mal ganz vorsichtig, hinterfragbar. Es gibt also auch andere Ergebnisse, die ganz anders. Was der Herr Kieling da gemacht hat, der diese Mauna Loa-Kurve aufgenommen hat, wird also von anderen Wissenschaftlern auch in Zweifel gezogen. Das kann man ja gar nichts mehr glauben. Ne? Gut, Fazit, das sage ich meinen Studenten immer in der Statistikvorlesung, mit Statistik kann man nichts beweisen. Statistische Aussagen haben immer den Charakter von Wahrscheinlichkeiten. Das heißt, wer versucht, mit Statistik etwas zu beweisen, der weiß gar nicht, was er da macht oder was er da nicht macht. Denn wie gesagt, solche hochkorrelierenden Größen, wenn die nicht stimmen. So, jetzt kommt das Nächste, jetzt kommt die gefälschte Hockey-Stick-Kurve. Das ist ja beim IPCC-Bericht durch die Medien gegangen, dass hier angeblich die Temperatur so hoch, seit 2000 so hoch gestiegen sei. Das ist also die Kurve hier mal unter eingekreist, wie das also aussehen sollte, wie man uns das glauben machen wollte. Gleichzeitig wurde hier die sogenannte Hockeyschlägerkurve, wie Sie hier sehen, gekappt und hier unten wurde die sogenannte kleine Eiszeit einfach geglättet. Man hat also hier die Höhen rausgenommen und die Tiefen rausgenommen, hat so getan, als wäre die Temperatur immer irgendwie auf einem konstanten Level gewesen. Mit kleinen Schwankungen natürlich. Und dann kommt zum Schluss dieser gigantische Anstieg. So, und da sehen Sie, das ist einfach schlicht und einfach gefälscht worden. Da haben wir also Fälschungen gesehen und hier bringe ich nochmal eine Grafik, die jetzt einen interessanten Aspekt bietet, weil der Herr Schellnhuber, der Leiter oder Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung, hat in einer Sendung bei Phoenix vor Ort am 23.11. gesagt, es gibt einen linearen Zusammenhang zwischen Temperatur und CO2. Ein linearer Zusammenhang. Und jetzt sage ich mal dagegen, halte ich mal dagegen, was das IPCC gesagt hat. Das müsste eigentlich Herr Schellnhuber wissen. Klima ist ein stochastischer Prozess, der einer nicht-linearen Dynamik folgt. Es ist eine gesicherte Erkenntnis, dass Trajektorien stochastischer Prozesse grundsätzlich nicht eindeutig vorhersagbar sind. Ich habe mal eine etwas einfachere Version gleich genommen, die ich Ihnen zeige. Zunächst mal die Folgerung daraus, eine politisch notwendige 2-Grad-Begrenzung kann nicht zu einem, sagen wir mal, zu einer vorausberechenbaren Temperaturreduktion dann führen. Ich habe das Ganze noch ein bisschen mal einfacher im Klartext nochmal aufgeschrieben. Natürliche Prozesse, darunter das Klima, sind von hoher Komplexität und keineswegs linear, wie uns das der Schellnhuber verkaufen will. Sie lassen sich in Gänze nicht berechnen und eine solide Vorhersage der künftigen Entwicklung ist unmöglich. Das übersetzt jetzt, was das IPCC gesagt hat. Und weiterhin sagt das IPCC 1991, in der Klimaforschung und Modellierung sollten wir erkennen,
dass es sich um ein gekoppeltes, nicht lineares, das war ja vorhin schon mal da, hier ist ein bisschen entzerrt, chaotisches System handelt. Deshalb sind längerfristige Vorhersagen über die Klimaentwicklung nicht möglich. IPCC, Third Assessment Report 2001, Section 14.222, Seite 774, kann jeder nachlesen im Internet. Eine solche Aussage trifft also das IPCC und der Schellnhuber vertritt die Meinung, es wäre ganz einfach linear. Warum tut er das? Natürlich ganz einfach, um der Politik die Möglichkeit oder anzubieten, dass man einfach nur, wenn es linear ist, dann nehme ich etwas weniger oder gebe weniger CO2 in die Atmosphäre, führe das also zurück und schon kann ich, je nachdem wie viel ich zurücknehme, die Temperatur nach unten begrenzen. Das ist die lineare Denkweise. Das IPCC sagt, aber es ist nicht linear, es ist komplex, es ist ganz schwierig. Natürlich, wenn ich der Politik einen Gefallen tun will, dann mache ich das nämlich ganz einfach, so wie die Politik das gerne hätte. So, und dann habe ich mal Folgendes gemacht. Ich habe hier mal Klimamodell, Szenario B1. Ich kann jetzt nicht auf die ganzen, oder möchte auch auf die ganzen Szenarien eingehen, das IPCC, vielleicht haben Sie das auch schon mal gesehen. Ich nehme mal einfach eins raus, das ist dieses Blaue. Das ist die Temperatur hier unten, wie sie gestiegen ist, bis zum Jahre 2000. Und jetzt wurde also vorausgesagt, wenn wir weiter CO2 emittieren, und das tun wir ja, es wird ja weiter CO2 abgegeben in der Atmosphäre, dann sind diese Temperaturentwicklungen möglich. Sie sehen, das sieht also ganz schlimm aus. So, diese komplizierte Rechnung, die man mit Computermodellen, mit Simulationen, Computersimulationen, aufwendig für viel Geld, für viele Millionen, und sollen ja Rechner kosten, werden ja alle paar Jahre erneuert, kostet dreistellige Millionensummen. Die Software dazu wird immer verbessert und ausgetüfteter. Dann kann man jetzt hingehen und sagen, ich schaue mal an von 1970, 1990 und in diesen Zeitraum, dieses kleine Dreieck. Und dann nehme ich mal jetzt von 2000 bis 2100 und nehme diesen Abschnitt, dieser Anstieg, und projiziere den einfach in die Zukunft hinein. Das ist ein Dreisatz, ne? Das haben wir in der Schule gelernt. Wie funktioniert das? Die 0,5 hier unten, die gestrichelte Linie, die schwarze, verhält sich zu 30 Jahren, das ist also von 1970 bis 1999, wie x, die ich nicht kenne, den Anstieg bis jetzt da oben, zu 100 Jahren. Das sind ja 100 Jahre von 2000 bis 2100. So, das ist ein Dreisatz, den jeder Schüler lösen kann. Und dann kommt aber raus, ne? 1,6 gegen Grad Celsius, Erwärmung. Da frage ich mich, warum, wenn man das so rechnen kann. Und Sie sehen, da liegt man ganz gut, da trifft man genau das blaue Szenario. Das kann ich ein Schüler in der 10. Klasse in 5 Minuten, wenn er gut ist, jedenfalls in Mathematik, kann das hinkriegen. Und hier hat man also lange große Computermodelle bemüht, um zum gleichen Ergebnis zu kommen. Muss man sich mal vorstellen. Ja, da ist diese Differenz hier, diese 1,67 Grad. Und wenn ich jetzt mal 2010 nehme und mache das Ganze mal für 2010, dann kriege ich eine ähnliche Rechnung, 0,5 Grad Celsius für zu 30 Jahren, wie x zu 10 Jahren, für das 10 Jahre, dann kriege ich raus also eine Zunahme von 1,6 Grad in 10 Jahren, heute. Das ist das, was da auch passiert ist. So, das kann ich also jetzt für jeden Zeitraum, das kann ich für 10 Jahre, für 20 Jahre, für 100 Jahre machen. An sich kann man davon ausgehen, dass es einfach linear ansteigt. Und das hat ja Herr Schellnhuber gesagt, das wäre linear. Also rechnen wir das mal so und dann wird die Sache sehr einfach. Ja, diese Kleinphasen, wenn ich die jetzt extrapoliere und weiterführe, ich hatte das vorhin schon gesagt, dieser rote Pfeil, dann komme ich eben auf diese 6 Grad letztendlich im schlimmsten Szenario dann für 2100. So ist man also mit aufwendigen Simulationsrechnen zu solchen Schlüssen gekommen. Ja, und dann gibt es einen Effekt, den jeder Statistiker eigentlich kennt, das ist die sogenannte logistische Funktion, die sagt, wenn ich mal einen Anfangseffekt habe, der so exponentiell anfängt, dann kommt der irgendwann, dann wird der mal linear und dann nimmt er auch wieder ab. Das ist eine statistische Tatsache. Diese Funktion kann man beschreiben, da unten steht, wer sich für Mathematik interessiert, die Funktion ist eine E-Funktion eigentlich, die das beinhaltet. Und die ist insofern sehr relativ oder sehr nahe an in der Wirklichkeit, weil man beispielsweise in Nordrhein-Westfalen, ich habe das auch mal in der Übungsaufgabe gebracht, die Bevölkerungsentwicklung in den 50er Jahren gesehen hat, die ging auch so exponentiell hoch und dann blieb die konstant. Und wenn Sie es heute anschauen, ist die Sättigungswert erreicht. Das wissen wir alle selber, dass die Bevölkerung in Deutschland nicht mehr steigt, wenn wir Deutschland mal nehmen.
Ja, also gibt es irgendwie einen Effekt? Man kann einfach nicht so weiterrechnen und so bis zum Jahre 2100, sondern irgendwo kippt so eine Kurve, wie so ein Selbstlenkungsmechanismus, der da einsetzt. Denken wir mal an Waldsterben, Vogel, Schweinegrippe, Ozonloch, Acrylamid, BSE, Rinderwahn, Pest, AIDS, Bevölkerungsentwicklung, was ich gerade erwähnt habe, oder der Primärenergieverbrauch vom Internationalen Institut für angewandte Systemanalyse, was die 1981 gemacht haben. Da war immer ein Anfangseffekt da. Aber wie das dann nach 20, 30, 50, 100 Jahren aussieht, da hat man nicht dann gedacht, dass es diese logistische Funktion da gibt. Da muss man also irgendwie gegensteuern und sagen, da kommt was anderes. Auch AIDS übrigens hat man gesagt, wenn es sich so schlimm entwickelt, dann wird unsere Bevölkerung aussterben. Wir wissen heute, dass diese Kurve tatsächlich zutrifft. Ja, irgendwie gibt es einen Sättigungseffekt, es geht nicht weiter. Auch die Pest, wenn es nicht so gelaufen wäre und es wäre exponentiell gestiegen, wären wir heute, sitzen wir heute nicht hier. Also es beweist eigentlich ganz stark, dass diese Kurve ihre Berechtigung hat. Man kann einfach nicht so naiv in die Zukunft rein interpolieren, sei es linear oder sei es exponentiell. Das ist also eigentlich großer Unfug. Ja, aber was wird gemacht? So wird es gemacht. Ne? Da oben die Kurve geht also jetzt so weiter rauf und dann komme ich zu Katastrophen. Komme ich auch zur Klimakatastrophe, wenn ich das so einfach ansetze. Ja, was ist wirklich, was passiert in Wirklichkeit? Seit 2010 gehen die Temperaturen, hier wird die gestrichelte Linie, und jetzt ist das mal linearisiert, mal gemittelt, gehen die Temperaturen nach verschiedenen Messungen von Satelliten, ganz unterschiedlicher Art, die bestimmen aber beide überein, Sie sehen, diese Regressionslinie nimmt leicht ab. Dagegen das CO2, hier grün gezeichnet, zu. Da haben wir schon den Effekt, das CO2 nimmt zu, aber die Temperatur nimmt nicht zu. Im Gegenteil, sie nimmt das ab. Da haben wir also genau dieses Beispiel der selektiven Statistik, was ich vorhin sagte. Hier passt es eben nicht. Ja, Morris Strong, erster, und jetzt kommt was ganz Schlimmes, der erste UNEP-Direktor sagt, besteht nicht die einzige Hoffnung für diesen Planeten, in dem Zusammenbruch der industriellen Zivilisation, fragt er, liegt es nicht in unserer Verantwortung dafür zu sorgen, dass dieser Zusammenbruch eintritt? Nicht in unserer Verantwortung, dass er eintritt? Also das zu verhindern? Ja, und was sagt Stephen Snyder dazu vom IPCC? Deshalb müssen wir schreckeneinjagende Szenarien ankündigen. Um Aufmerksamkeit zu erregen, brauchen wir dramatische Statements, die keinen Zweifel am Gesagten zulassen. Jeder von uns Forschern muss nun entscheiden, inwieweit er ehrlich oder eher effektiv sein will. Und das ist schon ziemlich lange her. Das heißt also, wenn ich das jetzt wortwörtlich nehme, und dieses kann man auch im Internet, steht immer noch unbestritten da, es hat keinen Prozess gegeben, der Herr Schneider hat keinen Prozess führen können, weil es festgehalten wurde und immer noch da steht, heißt es doch, Wissenschaftler, ihr müsst jetzt dafür sorgen, dass schreckenerregende Szenarien da sind, damit wir die Industriegesellschaft kippen können. Wenn ich sage, meine persönliche Meinung, wenn ich diese Gesellschaftsform verändern will, denn es ist, wir haben ja viel Verschmutzung durch Industrie und ähnlich, auch die Autoabgase, es geht ja nicht nur ums CO2. Wenn ich daran was ändern will, an der Grundstruktur unserer Gesellschaft, dann möge man das bitte in einer Demokratie auf demokratischem Wege herbeiführen. Also was wollt ihr eigentlich sozusagen? Und nicht über Wissenschaftler, die angeblich etwas voraussagen, was gar nicht wahr ist, und dadurch sozusagen durch Betrug letztendlich oder durch betrügerische Absichten eine Gesellschaft verändern wollen, an den Bürger vorbei, durch Angst sozusagen, durch Panikmache. Ja, für mich ist das eine Verschwörung. Das passt gut zum Titel dieser Reihe hier. Wenn man von Anfang an weiß, und also es ist kein wissenschaftlicher Irrtum, sondern es war von vornherein auf Täuschung angelegt, dann ist es eigentlich furchtbar schlimm. So, diesen Konflikt zwischen ehrlich und effektiv, der musste nun ausgetragen werden von einigen Wissenschaftlern. Und Phil Jones ist der Direktor oder war der Direktor des CRU Klimaforschungsinstitutes in Ostengland. Und er hat am 4.2. Folgendes gesagt, er ist inzwischen dann zurückgetreten nach dem Climategate-Skandal, hat er sich gezwungen gesehen, zurückzutreten. Data for vital hockey stick graph has gone missing. Was ich vorhin sagte, na wo sind sie denn, die Daten? Dann zeig mal deine Daten. Er sagte, die habe ich nicht mehr. Und in England gibt es eine Pflicht der Datenoffenlegung. Die haben wir in Deutschland nicht, diese Pflicht. Man kann also, muss nicht unbedingt die Daten beweisen können, dass das wirklich so ist, sondern man kann sie einfach verschwinden lassen.
das hat er offenbar getan, und hat er zugegeben, die Daten sind abhanden gekommen. There has been no global warming since 1995. Es gibt also keine globale Erwärmung seit 1995. Immerhin sagt er 1995, also ich habe vorhin gesagt seit 2000, er geht sogar noch 5 Jahre zurück. Warming periods have happened before, but not due to man-made changes. Es hat also vorher schon solche Erwärmungsphasen gegeben, aber da hat der Mensch nichts mehr zu tun. Das gibt er zu, als einer der Leute, die ganz vorne an der Front standen oder stehen, immer noch stehen, der Klimaalarmisten. Inzwischen gibt es die sogenannte Oxberg-Kommission, da hat es gegeben, die in einer Eiluntersuchung Phil Jones jetzt in einem fünfseitigen Untersuchungsbericht sozusagen rehabilitiert haben und sagen, naja gut, der aufgetretene Datenverlust, das kann passieren. Ja, wobei ich sage, wenn ich nicht beweisen kann, eine Behauptung, dann sollte ich sie überlassen. Also er ist sozusagen rehabilitiert worden, nur fragt man sich, was ist das für eine Kommission, diese Oxberg-Kommission? Dazu habe ich folgende Notiz, Lord Oxberg ist am Gewinn britischer und italienischer Windkraftanlagenhersteller stark beteiligt. Wissen Sie, was diese Aussage dieser Kommission wert ist? Ist klar, die profitieren natürlich von diesem, von der Klimakatastrophe. Ja, einen weiteren Skandal möchte ich Ihnen zeigen, der hier passiert ist, die Zahl der Messstationen. Die weltweit 1976, hier sehen Sie die Verteilung, 6.500 Stationen gab es da so ungefähr. Und dann habe ich mal 1997 darunter aufgezeichnet und da sehen Sie, das sind weniger Stationen geworden, deutlich weniger. Warum weniger geworden? Man könnte auch sagen, Statistik ist doch so, je mehr Stationen ich habe, je höher mein N ist in der Statistik, umso sicherer ist meine Aussagekraft. Warum geht man hier zurück? Warum nimmt man jetzt weniger Stationen? Eigentlich war das doch gut, so viele Stationen zu haben. Unterstützt doch die Aussagekraft. Ja, was war, es ist passiert seit 1990, das war also dieser Zeitraum hier dazwischen, den beiden, sind zum Nachweis der globalen Erwärmung, ich habe es unterstrichen, der globalen Erwärmung, sehr viele Stationen in ländlichen Regionen, in Höhenlagen und in höherer geografischer Breite außer statistischen Analyse entfernt worden. Das heißt, das hat man ganz bewusst gemacht, es bleiben jetzt überwiegend die Stationen drin, die Stadtklima haben. Und mit Stadtklima ist ja ganz klar, das Stadtklima liegt ja höher. Wenn ich jetzt nur noch Stationen habe mit Stadtklima, dann sieht es so aus für den Laien, als hätte die Temperatur zugenommen. Auch das hier ein ganz übler Trick eigentlich, den man hier anwendet und hat also ganz bewusst das hier rausgenommen. So, das Stadtklima ist ab 1990 sozusagen überrepräsentiert. Das heißt, wir betrachten im Wesentlichen sehr viele Stadtklimagebiete und natürlich nicht alle, damit es nicht auffällt, da wäre es sofort aufgefallen, aber so ein Großteil hier der ländlichen Stationen rausgenommen und die Stadtklimagebiete sind geblieben. Ja, die Quelle, wer es nachlesen will, ich möchte mal hier einen über das die Quelle angeben, das ist Joseph Dalio und Anthony Watts, die hier Surface Temperature Records Policy Driven Deception Fragezeichen. Ich glaube, ich muss das Deception nicht übersetzen. Vielleicht kann man doch noch helfen. Es heißt schlicht einfach Betrug, Betrügereien. Und das ist also eine Veröffentlichung, die Sie auch nachlesen können. Hier wird also ganz offen von Betrug gesprochen. Und dem hat auch niemand, die sind immer in Freiheit, sind die beiden, und genießen ihre Freiheit. Niemand hat gewagt, Anklage zu erheben. Und das ist immer der schönste Beweis, dass die Leute die Wahrheit sagen, wenn denen nichts passiert. Sonst wären längst juristische Mittel dann da in Gang gesetzt worden. Wie sieht das aus? Sie sehen hier blau markiert die Zahl der Stationen von 1950 an und dann plötzlich dieser Abfall um 1990 rum. Und just in diesem Moment, wo die Stationen so stark zurückgehen, steigt die globale Temperatur an. Klar, Statistik, ne? Ich glaube, keine Statistik, die du selbst getäuscht hast oder selbst verändert hast, gefälscht hast. So, jetzt was zu dem Glauben an Computersimulationen. Die Aschewolke, uns alle noch in Erinnerung, denke ich mal, ist auch nicht so lange her, aus Antiwissen, hier heißt es, und so viel wird gesagt zu Gefahren der Softwaregläubigkeit. Der Softwarestaat, nennt es hier David Gelanter, führt in die intellektuelle Passivität. Warum wir den Verstand verlieren, wenn wir uns auf Computersimulationen verlassen? Nun könnte man ja sagen, Mensch, wir hatten das gesagt hier. Wer ist denn das, dieser Gelanter? Wer könnte das sein? Wahrscheinlich ist ein Almöhm hier oben im Gebirge. Der sagt, ich bin gegen Computer, gegen alle moderne Technik, alles Quatsch, weg damit. Nein. Wer ist der Gelanter?
David Jelinek, Jahrgang 1955, ist Professor für Informatik an der Yale-Universität in Connecticut. So, also Sie sehen, das sind kompetente Leute, die hier Klartext sprechen. Und ich möchte jetzt hier mal eine kleine Einspielung bringen. Einiges, was man auch hören kann, über die Auswirkungen der Feedbacks, das heißt der Rückkopplung durch die Wolken oder auch die Theorie, die Richard Lindzen, die Iris-Theorie nannte. Aber ich glaube, dass trotzdem dass diese Rückkopplung gar nicht so in die Waagschale sich werfen kann. Und wenn es den Leuten passt, dann benutzen sie das. Und wenn es denen nicht passt, dann wird es einfach übergangen. Und das ist natürlich keine reine Wissenschaft. Und man muss sich diese Gegenkopplung, dieses Feedback genau ansehen und sehen, was das bedeutet. Also wenn man jetzt die Sensibilität von der Geologie her ansieht, dann kann man wieder eine Zeitspanne von der letzten halben Milliarde ansehen. Also das heißt, von dem Trias über Jura, Kreide bis zu unserer Neuzeit sieht man in den geologischen Daten die Temperaturen und auch die CO2-Konzentrationen. Also die CO2-Konzentrationen erhält man, indem man die fossilen Übrigbleibsel dann auch analysiert und sieht, dass es eine hohe Konzentration gab. Und wenn man all diese Zahlen zusammennimmt, dann sieht man hier die CO2-Konzentration in einem algorithmischen Modell. Und das ist dann die Erwärmung in Celsius. Und hier sieht man, dass es nicht viel Auswirkung hat, wie die CO2-Konzentration aussieht, wenn man sich auf die Konzentration konzentriert. Also wenn man eine lineare Regression durchführt, dann kommt man auf 0,9 Grad Celsius, wenn sich die CO2-Konzentration verdoppelt. Und das bedeutet, dass die Rückkopplung eigentlich, also insgesamt eigentlich eher eine negative Auswirkung hat. Und das bezieht sich auf die Konzentration im Jahr 4500 vor Christus hoch war und dass die Temperaturen bei 4500 ppm lag. Und das bedeutet, dass die Klimasensibilität viel zu hoch gewesen sein muss. Aber die Temperatur hängt nicht nur von CO2 ab, sondern auch von anderen Faktoren. Das war also ein Ausschnitt aus einer Klimakonferenz in Berlin, einer internationalen Klimakonferenz der Klimarealisten, zu denen ich mich auch zähle, die also das NIPCC sozusagen vertreten. Ja. Und Sie sehen hier Mobus, Lobus Motel hat also hier einen Ausschnitt, den fand ich besonders interessant gebracht, wie das Klima denn in der geologischen Vergangenheit ausgesehen hat. Und ich will jetzt mal hier weitermachen und zeige Ihnen das nochmal, was hier eben gezeigt wurde, nochmal im Detail. Da können wir uns mal ein bisschen in Ruhe anschauen. Das ging vorhin ein bisschen, Vortrag ein bisschen schnell. So, ich möchte mal vergleichen hier die Geschichten in der, oder die Zeitepochen in der Erdgeschichte, die ich hier mal rausgegriffen habe, mit diesem Pfeil markiert habe. Sie sehen, in der Kreidezeit vor 145 Millionen Jahren war der Gehalt an CO2 1700 ppm. Also wesentlich mehr als heute. Und man hat da eine Temperatur nachgemessen durch sogenannte Proxydaten, kann man so etwas nachrekonstruieren, von 18 Grad Celsius. Jetzt gehen wir mal hier ein Stück zurück im Silur, also in der Erdfrühgeschichte. Da war die Konzentration nach Messungen, das sind also keine Computersimulationen, sondern Messungen, hat die ungefähr 4500 ppm betragen. Und wir hatten eine Temperatur damals von 17 Grad. Und dann gehe ich nochmal ins Tertiär, und zwar ins Frühtertiär hier, ins Altertiär. Da war die Konzentration von CO2 nur 500 ppm, also schon fast so nah wie heute, und wir hatten eine Temperatur von 18 Grad. Ich habe jetzt immer solche, wie Sie sehen, Beispiele ausgewählt, wo die Temperatur 17, 18 Grad beträgt. So, und wie sah da die entsprechende CO2-Konzentration aus? 4500, 1700, 550, zum gleichen Temperatureffekt geführt. Auch das zeigt uns doch eigentlich, dass CO2 nicht als Verursacher für die Temperatur auf der Erde sein kann. So unterschiedlich. Zehnerpotenzen und die gleiche Temperatur. Wenn das also wirklich so wäre, wie man behauptet, hätte sich das hier bereits auch niederschlagen müssen. Ohne, dass der Mensch irgendwas gemacht hat. So, und im Speziellen sehen wir hier,
das geologischen Zeiten gegeben hat, wo also 4500 ppm geherrscht haben, also 16 mal 280. 280 ist dieser vorindustrielle Wert, wo also 1800 oder 1950, 1900 ungefähr der geherrscht hat. Glaubt man, dass 280 ppm da gewesen sind und dass hier eine Temperaturdifferenz eigentlich nur Temperatur nur 2 bis 6 Grad höher gewesen ist als 1800. Also auch das stimmt nicht überein. Die Theorie sagt hier also was ganz anderes. Ja, was war in den Eiszeiten? Hier nochmal so eine Grafik. Sie sehen auch da, hat der Sauerstoff- und CO2-Gehalt, die haben sich sogar abgewechselt, dass hier einmal mehr CO2, einmal weniger CO2 war. Circa 0,025% CO2 und es hat hier sehr starke Schwankungen gegeben. Und zu den Eiszeiten gibt es eine interessante Kurve. Das sind also Daten aus Eisbohrkernen und Sie sehen hier, blau ist die Temperatur und rot ist das CO2. Und da haben sich natürlich die Klimaalarmisten gefreut, als diese Kurve entdeckt wurde. 1999 hat man sie gesehen, es gibt einen Zusammenhang zwischen Temperatur und CO2. Das ist auch genau das, was wir gesucht haben, haben die gesagt. Ja, damit war sozusagen bewiesen, es gibt doch einen Zusammenhang zwischen CO2 und Temperatur. Man muss aber nur ein bisschen abwarten. 5 Jahre später hat sich Folgendes herausgestellt, dass die Temperatur um 600 Jahre vorauseilt. Zuerst ändert sich die Temperatur und dann zieht das CO2 hinterher. Da hat man also, denn jetzt könnte man sagen, Ursache und Wirkung ist vertauscht worden. Das kann ich jetzt nicht mehr benutzen und sagen, das CO2 ist verantwortlich für die Temperaturerhöhung, sondern umgekehrt, wenn sich die Temperatur erhöht, dann haben wir mehr CO2 in der Atmosphäre. Wie kommt das zustande? Ganz einfach. Ne? Die Ozeane nehmen ja CO2 auf, die können das ja speichern, das ist eine CO2-Senke. Und wenn es jetzt langsam wärmer wird in der Atmosphäre und das Wasser wird auch wärmer, dann gast CO2 wie aus Mineralwasser, bei Erwärmung gast es einfach aus. Und die Ozeane, die sind natürlich sehr groß und deswegen dauert das 600 bis 1000 Jahre länger, bis dieser Effekt dann spürbar wird. Aber diese 600 Jahre, die konnte man hier nicht feststellen, weil unten dieser sind in 300, 350, in 50, 10.000 Jahren Schritten läuft das voran. Deswegen war das also nicht hinzukriegen. Ja, und dann kamen die ersten Untersuchungen, die gezeigt haben, erst steigt die Temperatur und dann reagiert das CO2 darauf. Und hier sieht man diese Verschiebung, 1, 2, 3, diese Unterschiede, die auch sind, dass tatsächlich das CO2 auf die Temperatur reagiert und nicht umgekehrt. Da war das schöne Argument wieder hin. Ja, mit anderen Worten, von einer Warmzeit zur Kaltzeit wird immer mehr Kohlendioxid von der Hydrosphäre, also von den Meeren, aufgenommen, in Wasser gelöst, die Weltmeere werden zu großen CO2-Senken und umgekehrt von der Kaltzeit zur Warmzeit, wir hatten ja eine ganze Menge Kalt- und Warmzeiten, dagegen wird mit zunehmender Wassertemperatur Kohlendioxid wieder ausgegast, der CO2-Gehalt der Atmosphäre nimmt zu. So einfach war die Erklärung eigentlich. Nur eben in Dimensionen der Weltmeere und nicht hier in einem Glas oder in einer Mineralwasserflasche. Fazit, keinesfalls sind die Kaltzeiten im Pleistozän, also in dieser Eiszeiten-Ära, durch zu- und abnehmende CO2-Gehalte verursacht worden, sondern die schwankenden Wassertemperaturen der Weltmeere beeinflussen den Kohlendioxidgehalt der Atmosphäre. Daher ist in Warmzeit der CO2-Gehalt höher. Das ist der Grund. Ich muss ehrlich sagen, als ich Geografie studiert hatte damals, hat kein Mensch uns das gezeigt, weil da gab es auch noch nicht diese Eisbohrkernmessungen. Für uns war das klar. Milankovic sind die Voraussetzungen für diese Schwankungen zwischen Eiszeit und Warmzeiten. Dann plötzlich kam diese neue Theorie und es ist schon wieder weg vom Fenster. Sie sehen, so schnell kann es gehen, wenn man allzu voreilig arbeitet. Gut, ich will das jetzt nicht im Einzelnen hier ausführen. Sie sehen, über 90.000 Messungen hat es ergeben, die das genau bestätigen. Und jetzt möchte ich zum wichtigen Punkt kommen, den ich vorhin schon mal angerührt habe. Und zwar, wenn Sie sich mal, vielleicht haben Sie schon mal gesehen oder schon mal gehört, ist aber noch wenig bekannt, muss ich sagen. Es gibt die sogenannte normale Wissenschaft und die postnormale Wissenschaft. Ich will mal zeigen, was das bedeutet. Die Methode der normalen Wissenschaft, alles was blau ist, ist jetzt die normale Wissenschaft, versucht zuerst die Wahrheit zu finden und dann die Weitergabe an die Gesellschaft oder die Politik zur Reaktion und zur Problemlösung, wenn es ein Problem gibt. Das heißt, man sucht nach Wahrheit. Mittel, messende Naturwissenschaft. Eben, ganz klar, ich brauche dazu Zahlen. Beispiel, die neuartigen Waldschäden, natürliche Klimaänderungen. Beispiel, also die kann ich messen und kann so etwas, das macht die normale Wissenschaft. Was ist jetzt die postnormale Wissenschaft? Die Methode?
Die Politik steht im Vordergrund und die Wissenschaft nur als, wird als Hilfsmittel benutzt. Ich sage immer, die Wissenschaftler stehen hinter den Politikern, einige Ausgesuchte. Und jetzt dreht sich der Politiker rum und sagt, ich hätte jetzt gerne eine Klimakatastrophe. Sagt der Wissenschaftler, okay, das mache ich. Jetzt hat mal ein Modellbauer gesagt, Sie können mir ein tolles Modell geben und dann nehme ich einen Parameter in diesem komplexen Modell, verändere den und dann kann ich aus einer Temperaturzunahme eine Temperaturabnahme machen. Das heißt, Sie können also mit dem Computer wirklich spielen. Sie können das Ergebnis erzeugen, was Sie gerne hätten. So, das Mittel, Ängste schüren, eine pseudoreligiöse Dogmatik etablieren. Das ist es nichts anderes, was wir da haben. Eine pseudoreligiöse Dogmatik. Man spricht heute auch von der Klimareligion. Vielleicht komme ich dazu noch. Beispiele, jetzt nicht die neuartigen Waldschäden, sondern was hat man daraus gemacht? Die Wissenschaft hat gesagt, es gibt Waldschäden. Hat man damals neuartige Waldschäden genannt in den 80er Jahren. Was haben die postnormalen Wissenschaftler daraus gemacht? Die haben Szenarien gerechnet, Anfangseffekt, Sie erinnern sich. Und was passiert dann in 20 Jahren, im Jahre 2005, 25 Jahre, das war damals 1980, jetzt haben wir ja längst überschritten, die 2005, die haben damals gesagt, der Wald wird in Europa verschwunden sein. Vielleicht können Sie sich daran erinnern, der eine oder andere. Es wird dann in Europa und in Deutschland keinen Wald mehr geben. Das Wald sterben, der Wald ist weg. Und das war natürlich ein Katastrophenszenario. Damit erzeugt man Ängste. Und damit kann man auch leicht politische Maßnahmen durchsetzen. Und Sie sehen hier, der Klimawandel, die Klimakatastrophe, ist genauso. Da sagt die postnormale Wissenschaft, es gibt eine Katastrophe. Und der messende Wissenschaftler hier auf der anderen Seite, der normale, sagt, ja gut, das Klima hat sich schon immer irgendwie geändert. Wir hatten schon Warmzeiten, wir hatten Kaltzeiten, es ändert sich auch zurzeit immer noch. Also es ist kein statischer Zustand, sondern ein dynamischer, sich ständig verändernder Zustand. Ja, ich zeige Ihnen jetzt mal einen Vergleich, damit Sie bewerten können, die Kurve für Berlin geht übrigens auch in etwa für Leipzig, da gibt es keine großen Unterschiede. Wir haben eine Durchschnittstemperatur von 8,8 Grad Celsius, da unten, das ist der Niederschlag. Solche Klimadiagramme haben Sie vielleicht alle mal in der Schule gehabt, die kann man sich auch gut daran erinnern. Sollte jedenfalls da gewesen sein. Wenn Sie das nicht hatten, muss ich mit dem Erdkundelehrer nochmal sprechen. Und da sehen Sie, ach, das ist natürlich ein Jahresgang, 8,8 ist der Durchschnittstemperatur, also von Winter über den Sommer gemittelt. So, wenn wir jetzt den zwei Temperaturkatastrophen der Realität, habe ich angeschrieben, die vom PIC, vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung geforderte Limitierung auf einen 2-Grad-Anstieg, das heißt, wir müssen sehen, dass die Temperatur nicht über 2 Grad ansteigt, wird in Deutschland, also dieser Anstieg, wird in vielen Urlaubsorten verständlicherweise sehr begrüßt. Die freuen sich natürlich, ne? Denn wenn Sie mal schauen, Madrid und Rom, die haben jetzt heute 14,1 Grad Celsius im Durchschnitt, Rom 16 Grad, ich habe es mir aufgelistet, Athen 17,8 Grad und Larnaca, lehnen Sie in jedem Flughafen, das Reiseziel, da herrschen 19,1 Grad. Und was machen wir Deutschen? Wir fahren eigentlich gerne in diese warmen Länder. Und nicht nur 2 Grad ist es da wärmer, sondern Sie sehen, die Unterschiede sind als gravierend. 8,8 in Berlin bei uns und 19,1, das sind ja mehr als 10 Grad Unterschied. Jetzt können Sie sagen, ja und, ich fahre doch gerne dahin, nach Athen. Habe ich da ein Problem zu überleben? Das ist die Frage. Mit anderen Worten, was soll das, die 2-Grad-Reduzierung, wenn es in anderen Ländern sowieso wärmer ist und wo wir noch hinfahren wollen. Es macht so noch Spaß, dahin zu fahren. Und hier sehen Sie die Temperatur, dass Sie in der Nacheiszeit, das ist die letzte Kaltzeit, die Weichsel Kaltzeit, die vor ungefähr 10.000 Jahren zu Ende ging, und dass es da schon warme Phasen gegeben hat, im sogenannten Atlantikum 5000 vor Christus, also vor 7000 Jahren vor heute, war es schon mal in der Mittelsteinzeit sehr warm. Und wenn Sie ganz rechts schauen, da stehen wir heute, ganz am rechten Rand, dann war es in der Mittelsteinzeit schon wesentlich wärmer als heute. Und da hat kein Mensch, keine Industrie, kein CO2, nichts irgendwie dazu geführt, dass es da so warm wurde. Dann wurde es wieder kälter. In der Jungsteinzeit wurde es wieder wärmer, auch wieder wärmer als heute. Dann sehen Sie, wie das immer ständig gewechselt hat. Das ist ganz natürlich. Da hat der Mensch überhaupt keinen Einfluss drauf haben können. In dieser Zeit. Ist doch ganz klar. Dann dieses römische Klimaoptikum, also zur Zeit Christi, war es auch wärmer, leicht wärmer als heute. Und dann kam ganz zum Schluss hier wieder die kleine Eiszeit, die ich vorhin schon mal erwähnt habe. Sie sehen, es geht wieder rauf. Und jetzt wird der Hund da hinten am Ende, jetzt gesagt, jetzt ist plötzlich der Mensch verantwortlich für eine Steigerung, die jetzt kleiner ist, als das, was wir schon hatten. Ja, mit anderen Worten, das CO2 müssen wir eigentlich entlassen aus der Verantwortung.
Das CO2 sage ich immer, deswegen habe ich mir diese schöne Folie gebastelt. Ich glaube, sie gefällt Ihnen auch. Das CO2 ist das weiße Schaf, nicht das schwarze Schaf, sondern die schwarzen Schafe sind die wirklich Umweltgifte, zum Beispiel O3, also Ozon, CO, komme ich gleich noch drauf, CH4, also Methan, NOx, die Stickoxide, N2O, Lachgas, SO2, Schwefeldioxid, die FCKW und ganz rechts noch diese sogenannten Feinstäube. Das sind die Umweltsünder und vor denen, sage ich auch, Leute, die müssen wir reduzieren, da muss man sich schützen oder wir müssen sie reduzieren. Aber um CO2 können wir eigentlich gar nichts machen. Das ist das einzige weiße Schaf, was da drunter ist. So kann man sich täuschen. Ja, meine Damen und Herren, wenn politische Entscheidungen nicht zum Problem passen, ändern wir einfach das Problem. Steht's für Sie da, Ihre hohe Politik? Es klingt lustig, aber es ist, dass, wenn es nicht so schlimm wäre, ist ja Wahrheit dahinter. Das ist das ganz Schlimme daran. Und zum Thema Klimapolitik. Die politische Nomenklatura agiert gegen die überwältigende Mehrheit der Deutschen. So ist das eben in der Demokratie. Lernen wir eigentlich aus der Geschichte? Fragezeichen? Wahrscheinlich nicht. Wir machen immer wieder die gleichen Fehler. Ja, meine Damen und Herren, gibt es Beweise für den Treibhauseffekt? Jetzt stelle ich die Frage nochmal von Anfang an hier. Im Glashaus, ja. Das ist das Glashaus im Hintergrund, deswegen bringe ich das wieder. Natürlich gibt es den Treibhauseffekt im Glashaus, im Gewächshaus. In der Atmosphäre steht der Nachweis für den anthropogenen Treibhauseffekt durch CO2 immer noch aus. Und wir werden wahrscheinlich noch lange darauf achten müssen. Vielen Dank.